Hallo meine lieben Zuschauer und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Nach sehr langer Zeit. Warum ist der Stuhl hier? Okay. Warum auch nicht? Ja, wir sind zurück in Wildeboot. Wer hätte es gedacht? Nicht Minecraft, nein. Sondern Roblox. Hey. Ah, hallo. Geht doch. Dankeschön. Und zwar, Wildeboot hatte sehr, sehr, sehr viele Updates. Ihr könnt schon sehen, Schneelandschaft, ne? Neu. Ich habe ein paar mehr neue Blöcke, könnt ihr so schon sehen, so 35 von denen. Ich habe endlich diese Jets. Außerdem gibt es jetzt neue Motoren. Aber zudem mehr. Also erstmal, ich stelle euch erstmal vor, was ich alles neu habe. Also, ich habe diese Motoren, Jets, was haben wir noch? Diese Waffen, weiß ich nicht, ob ihr die schon kanntet. Den Stuhl für die Jets. Hab 20 Pistons. Ne, warum auch nicht? Außerdem gibt es jetzt Kohleblöcke. Es gibt Schilder. Den kann ich sogar schreiben. Abonniert. The-RedGamer. Ich kann auch nicht schreiben. Nice. The-RedGamer. Oh. Abonniert ist mein Schimpfwort. Also. Außerdem habe ich jetzt mehrere von diesen Glow-Blöcken. Ja. Vieles, vieles mehr. Ich erkläre euch erstmal, was was macht. Diese Motoren machen sogar Geräusche. Gehst du bloß gar nicht an. Ich erkläre euch erstmal einzelne Sachen. Motoren. Diese Motoren sind dafür da, um jetzt zum Beispiel einfach schneller zu fahren. Ja, vorher, ihr kennt ja mein Riesenboot, das ist arschlangsam. So, und da das so langsam ist, muss ich eigentlich nur die Motoren dran sitzen und dann fahre ich schneller. Mache ich jetzt gerade nicht, weil ich das jetzt anhand eines kleinen Bootes zeige. Moin. Ja, was du von mir willst. Könnten Sie bitte hier verschwinden? Wäre sehr nett. Wir hier ein bisschen leuchten hier rein. So. Ich spiele dieses Spiel schon echt lange und muss sagen, obwohl ich jetzt fast alles habe, mag ich das Spiel mal noch. So, diese Motoren kann man hier dran setzen. Ist jetzt da ein drin. Da am besten auch auf gleicher Höhe. Wäre etwas optimaler. Hier auch nochmal. Ich habe ja, ich hab etwas mehrere. Deswegen, ne, nicht wundern, warum ist denn der. Warte mal, weiß. Nice. Also den Sitz brauche ich natürlich auch noch. Eigentlich ist es der Autositz, aber brauche ich nicht. Passend zu denen gibt es natürlich, also es gibt drei Stufen. Ihr seht schon, guck mal. Ne, bewegen sich schon. Es gibt drei Stufen. Und zwar einmal hier die normalen. Die kosten 850 Gold. Mit einem Autostuhl. Dann gibt es die Winterteile hier. Und dann gibt es noch welche mit zwei Propellern. Die sind dann übelst gut, eigentlich. Aber die kosten Robux. Nice. Nice. Ich war gerade am. Egal. Zweiter Versuch. Es ist nicht zu spät. Bauen einfach kein großes Boot, sondern nehmen einfach ein kleines. Ach Gott. Wie ich es geliebt habe, dass das passiert. Irgendwie passiert das auch nur in den Aufnahmen. Also, nochmal. Der Stuhl liegt hier einfach. Ich mach einfach den hier und nimm jetzt einfach Holzblöcke zur Demonstration. Also, bam, 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 bam. Ich baue ein Kreuz, damit wir nicht so schnell umfallen, weil wenn du gegen einen Stein fährst, dann, ja, brauchst du schon ein bisschen schmerzhaft. Und bitte mal wieder hier groß machen. Na, groß machen? Dankeschön. Na, hallo. So, wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Da ist es. Da ist er. Bam, bam. Bam,
Nein, also. So. Passt schon ungefähr. Stuhl. Hier ab in die Mitte bitte. Danke schon. Hinsetzen. Und jetzt machen wir noch den ganzen Block hier weg. Da, Euro, da geht's. Und jetzt muss ich nur einfach nur F drücken. Und schon fahren wir. Auch ziemlich bisschen gemütlich. Und eigentlich müssen wir ja noch da fahren, ne? Tun wir auch nicht. Aber ich kann einfach hier mit Fahrer. Und das Lustige ist, ich meine, ich habe es jetzt noch nicht erlebt, dass die ausgegangen sind, einfach so. Also ich denke mal, die haben unendlich Treibstoff. Würde ich jetzt mal denken. Aber dafür sind die Uhren mit kaputt. Holen Sie. Komm mal besuchen. Guten Tag. Sieht auch irgendwie lustig aus. Also fahren wir auf. Irgendwie sieht das aus wie so ein Luftkissenboot. Hey, you spin around. Ach, ist nicht wahr, der hat dieses eine Tool. Wer hätte das denn gemacht? Oh Gott, okay. Dann gehe ich einfach jetzt mal rüber und mal klettern. So, das ist ja fertig. Tschüssi. Doch, das fährt erstmal dahin. Also, das war die eine neue Sache. Dankeschön. Die zweite neue Sache, ich habe jetzt die Jets. Die Jets funktionieren ungefähr ähnlich. Die kann man auch mit App anschalten. Packen das jetzt einfach mal hier hinten direkt an die Düse dran. Warum nicht? Sollte man eigentlich nicht machen. Die haben aber nur bestimmte Reichweite. Das sind nicht die ultra krassen. Kann aber so anfärben. Sieht nämlich wieder. Ah, okay, das wird man erkennen. Jetzt weiß man nicht mehr, welche das sind. Die steuern sich gar nicht mehr so einfach. Mit W geht sie zwar hoch, aber ihr müsst auch richtig lenken. Problem ist, ihr müsst auch durch die Stages durchfliegen, damit ihr es gezählt bekommt. Jetzt brauchen wir nicht. Moin, oh, die machen Feuerwerk. Ich komme auch. Hi. Guten Tag. Oh, nein. Zieh hoch. Oh, Leute. Was soll das denn? Dankeschön. Na, nein. Hallo. Nein. Es werden jetzt vielleicht auch mal wieder Livestreams kommen. Wieder landen. Ui. Eigentlich sollte es die Quest mit den Dings auch nicht mehr geben. Ne, gibt sie mehr. Schade. So, und zwar gibt es nämlich noch ein zweiteres Update. Ist das jetzt schwarz oder grün? Das ist schwarz, da will ich doch gar nicht hin. Ja, wie gesagt, es gibt die Schilder, es gibt die Motoren. Und da mir etwas langweilig war, habe ich neben meinem großen Boot ein anderes großes Boot gebaut. Und zwar das hier. Und Haus ist gut, weil ich bin ein normaler Spieler, wie ihr seht, also Normalgröße. Ja. Ist etwas hoch. So. Ne? Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, ja gut. Hüpft man zwei, dreimal, ist man oben. Aber das Boot, ihr seht schon hier an dem Hals, ist eigentlich nicht so für meine Größe ausgemacht. Das Boot hier nämlich ist für kleine Menschen. Und hier steht schon ein Schild mit Eat Blue Candy. Machen wir das nochmal. So, ihr seht schon, wir sind etwas kleiner. Oh Gott, leckt das gut? Okay. So. Und das Boot ist dafür ausgelegt, dass man nicht als kleine Person reingeht. Ah, seht ihr, hat man schon ein bisschen mehr Platz. Und so ein schöner Disco-Boden. Und ich sag mal, ich geh mal hoch. Dieser
Dieser Bereich ist einfach nur so zum Gucken. Oh, lol. Okay, da kann man also durchfallen. Warum nicht? Ich gehe einfach wieder rein. Na, lass mich rein. Dankeschön. Ja. Einfach nur so zum Gucken. Der zweite Bereich hier ist für die Kanonendecks. Wenn ich das. Man kann nämlich dann von hier aus schießen. Schon da. Ne? Wieder runtergehen, geht die wieder durch. Hier vorne ist Kommandozentrale, von hier aus wird alles gesteuert. Aber dazu gleich mehr. Dann geht es hier hoch. Hier ist das Rettungsdeck. Und zwar sind die Rettungskapseln, die funktionieren sogar. Die sind nämlich alle mit dem Stuhl verbunden, wie ihr seht. Ich muss nur eine Taste drücken, dann koppeln die sich alle ab. Werde ich auch mal hier machen eben. Ach, jetzt fliegen wir zwar, aber ich würde mir jetzt runterfallen. Also es gibt insgesamt 4 davon. Geritzter Pech. Dann gehen wir noch eine Etage höher. Und hier sind die ganzen Motoren. Die kann man jetzt mal alle weg. Eigentlich brauche ich die nicht. Hier ist der Kürbis aus dem Kürbis-Update. Der Box aus dem Boxhandschuh-Update. Der Mini-Show-Proof. Ich kann ihn nicht mal aussprechen. Hallo, Dankeschön. Und dann geht es noch höher. Und hier kommt dann, keine Ahnung was hin. Bin ich gerade am Arbeiten. Wenn ihr Vorschläge habt, was ich hier oben hinbauen kann, weil meine, ich habe noch gut Blöcke, wie man sieht hier. Schreibt es in die Kommentare. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr mich abonniert. Müsst ihr nicht, könnt ihr aber. Ja. Also würde ich sagen, fahre ich einmal kurz mit dem und dann war es das auch für diese Folge. Die Folge. Für dieses Video. Ich muss gerade überlegen. Wenn ihr Veränderungen an dem Video festgestellt habt, könnt ihr gerne auch hinschreiben. Ich bin gespannt, ob ihr es rausfindet. Dann würde ich sagen, let's go. Oh, leck das. Ihr könnt schon sehen, das Ding ist gewaltig. Ja, das ist. Ui, oh. Jetzt ist aber lecker, habe ich das Gefühl. Ja, gut. So, und das Gleichgewicht sein ist auch nicht so leicht. Zeig mal, wenn man echt F drücke, passiert das. Und da fallen sie. Dann könnte man damit fahren. Und das ist ein typisch schnell, dass man den Weg hat. Du kommst hier nicht vorbei, ne? Gott. So Leute, das war's mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis morgen vielleicht. Morgen kommt ja vielleicht ein Video von einem anderen Spiel, das ich sehr gerne spiele. Und er hat ein Luftkissenboot. Moin und tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und...